los geht's mit dem ganzen Zubehör, was ich heute benötige. Das ist zum einen hier ein Stückchen von einem Abflussrohr oder Wasserrohr. Das hat einen Durchmesser von, ne, da gucken wir mal. Das sind ungefähr 11,512 cm. Das ist aber egal, das spielt keine Rolle. Dann habe ich hier eine selbst erstellte Gipsform. Das ist eine Schale mit Fuß unten dran. Ich habe meinen Ton. In dem Fall habe ich auch wieder schamottierten Ton mit einem Schamottanteil von 25% mit der Körnungsgröße 0 bis 1 mm. Also ziemlich feine Körnung. Und der brennt bis zu 1300 Grad, was jetzt für dieses Projekt besonders wichtig ist. Des Weiteren benutze ich auch meine Brennerscheibe wieder, weil die sich einwandfrei zum Arbeiten benutzen lässt. Meine zwei Leisten in einer Stärke von 5 mm jeweils. Ein Schneidedraht für den Ton. Ein Messer. Etwas zum Messen, das kann auch gut ein Lineal sein. Und viele, viele Ginkgo-Blätter. Die sind nun langsam so weit, dass sie vom Baum fallen und ich sie aber nochmal verwenden kann. Ich habe hier einen Zweig geschenkt bekommen. Und da möchte ich ganz gerne diese letzten Blätter in diesem Herbst einmal verwenden. Und jetzt geht's schon los. Und als erstes schneide ich mir mit dem Schneidedraht ein Stück Ton ab. Das ist auch gar nicht so viel, so ungefähr 1 cm von einem ganzen Hubelton. So ein Hubelton wiegt immer gut 10 Kilo und den kann man sich schon mal ganz gut portionieren. Der muss auch nicht mehr aufgeschlagen werden. Der industriell hergestellte Ton ist meistens schon durch eine Vakuumstrangpresse gelaufen. Das heißt, also der ist so weit verdichtet, dass da keine Löcher und Lufteinschlüsse mehr vorhanden sind. Das, was man jetzt hier sieht, das ist die Körnung von den Schamottanteilen, die sich jetzt beim Schneiden ergeben. Aber wenn ich so mit dem Finger drüber fahre, bekomme ich den Ton auch wieder ganz doll glatt. Als erstes fertige ich den Boden und rolle ihn zwischen zwei Leisten mit einem Nudelholz aus. Ihr könnt aber genauso gut ein Rundholz aus dem Baumarkt nehmen oder irgendwas anderes. Es kann auch eine Flasche sein, eine große, mit der man das ausrollen kann. Und dabei wende ich den Ton auch immer wieder, damit der schön gleichmäßig von beiden Seiten auch ausgewalzt wird. So, das ist jetzt keine große Sache. Wenn sich das Nudelholz ganz leicht bewegen lässt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Stärke von dem Ton gleichmäßig ist. Und ich benutze jetzt noch ein kleines separates Brett, weil ich dann mein Gefäß, was ich hier drauf erstellen möchte, nicht mehr allzu doll hin und her bewegen will. Der Ton, wie man sieht, der ist ziemlich weich, da ist ein ziemlich hoher Wasseranteil drin. Und deshalb, wie gesagt, werde ich das auf ein Brett legen, um das gar nicht mehr großartig zu bewegen. So, dann drücke ich schon mal als erstes dieses Abflussrohr hier hinein und habe dann auch schon das Muster. Ich kann das jetzt einmal ganz gerade hier mit dem Messer ausschneiden und habe dann schon den Boden. Die Reste packe ich mal gut beiseite, weil ich die noch mal verwenden möchte. Und der Boden, der darf schon mal an die Seite. So, und wie man sieht, die Fläche ist ziemlich nass. Da werde ich jetzt keinen weiteren Ton ausrollen, sondern nehme mir eine neue Platte. Da solltet ihr ein paar Stück im Bestand haben. Wie gesagt, wenn der Ton so aus dem frischen Hubel kommt und geschnitten wird, dann ist der meistens ziemlich feucht und das Holz, das saugt ja die Feuchtigkeit ziemlich schnell auf. Und wenn ihr da ein paar Mal hintereinander den Ton ausrollen möchtet, dann kann es sein, dass der da ziemlich gut dran kleben bleibt. Und das wollen wir nicht. So, weiter geht's mit dem Schneidedraht. Diesmal ist das Tonstück etwas dicker, 2 bis 3 cm ungefähr. Und auch hier geht es jetzt erstmal in die Länge. Thank you.
anschließend wieder mit den Leisten, um eine gleichmäßige Stärke hinzubekommen. Mir auch schon aus. So, deshalb schneide ich jetzt hier unten schon mal das untere, die untere Seite ab, damit ich einen glatten Rand habe, einen geraden Rand. Auch hier kommen die Reste wieder zur Seite. Schauen wir mal, wie weit wir hier herumgehen müssen, um einmal dieses Rohr mit Ton zu bedecken. Das ist doch schon ganz schön viel. Das heißt, hier fehlt mir ein Stück. Und weil mir ein Stück fehlt, werde ich auch hier den gebrauchten Ton noch ansetzen. Ich muss das nicht neu ausrollen. Ich werde dann, weil der so extrem weich ist, der Ton, ich werde das jetzt miteinander verbinden, indem ich den Ton einfach hier nun mal zusammendrücke und ausrolle. Und auch hier kommen meine Leisten wieder zum Einsatz. Das ist nämlich das Problem, wenn ihr den Ton hin und her bewegt, habt ihr keine glatten Schnittstellen mehr. Und deshalb ist es wirklich besser, den nicht allzu viel anzufassen. Ich könnte mir jetzt hier auch einen Strich ranmachen, um den Ton jetzt nicht zu bewegen, und sage von der Stelle an. Stelle an, messe ich hier einmal ab, und da endet mein Bleistiftstrich. Bis hier muss ich das haben. So. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen großzügiger schneiden. Welche Seite außen und welche innen ist. Die Innenseite muss natürlich nicht so schön sein, deshalb lasse ich das jetzt auch einfach liegen. Ich glätte jetzt hier mit dieser Schiene, kriege ich den Ton jetzt richtig schön glatt gestrichen. Und jetzt kommen schon die schönen Ginkgo-Blätter zum Einsatz. Zwar nehme ich auch hier immer die Unterseite, weil die ja doch ein bisschen mehr Struktur in den Blättern hat. Also die Blattader möchte ich ganz gerne dort in den Ton drücken.
immer mit dem Nudelholz oder der Rolle hier drüber und walze mir die hier ein, die Blätter. Die dürfen auch drin bleiben. Das Ganze funktioniert natürlich mit allen anderen Materialien auch. Ihr könnt Efeublätter nehmen oder Weinblätter, die sehen auch wunderschön aus im Herbst. Und wie gesagt, welche Struktur euch da eben gefällt, die könnt ihr hier mit der Walze eindrücken. Hier hat sich der Ton wieder ein bisschen rausgedrückt, deswegen schneide ich das noch einmal ab. So, sehr minimal. Wenn ihr solche Sachen zum Töpfern benutzen wollt, ist es immer ganz wichtig, dass diese glatten Oberflächen noch einmal mit Zeitung umwickelt werden. Weil die Zeitung dann letztendlich auch den Ton von dem Gefäß hier trennt und ihr das ganz leicht dann nachher entfernt bekommt. Wer mag, kann das Ganze hier vielleicht noch mit Klebeband, mit so einem Abklebeband zum Maler, mit so einem Malerkrepp irgendwie fixieren. Mir reicht das jetzt hier aber aus. Und jetzt wickel ich um diese Rolle vorsichtig meinen Ton. Die Blätter versuche ich dabei drin zu lassen. Wenn sie jetzt rausfallen, ist es nicht so tragisch. Dann ist das so. Aber ich habe das Muster zumindest drin. Ganz vorsichtig. Ich lasse ein bisschen Ton hier überstehen und gehe jetzt nicht hier genau auf Kante. Das kann ruhig ein halber Zentimeter sein. Und wenn ihr so ganz weichen Ton habt, muss da nichts mehr geschlickert werden. Der lässt sich so gut verbinden. Und da nutze ich jetzt auch nicht mein tolles Töpfertool. Diejenigen, die das in meinem Video gesehen haben, die werden das kennen. Ich nutze das eigentlich mal ganz gut für die Plattentechnik, wenn die schon so ein bisschen lederhart ist. Aber in dem Fall ist der Ton wirklich dermaßen weich, dass ich darauf jetzt verzichten kann und das einfach so ganz normal verschmieren kann. Wer es ganz ordentlich haben möchte, der kann natürlich auch mit Wasser arbeiten. Aber anschließend muss das Gefäß dann aber auch etwas trocknen, das ist sonst zu nass. So, damit das hier ein bisschen überdeckt wird, gebe ich hier nochmal ein Ginkgo-Blatt drauf. Ist jetzt wirklich wichtig, dass hier die Ginkgo-Blätter nur als Muster, nicht als Dekor im Ton drin sind. Und wenn die, wie gesagt, abfallen, ist das jetzt nicht so tragisch. Und jetzt versuche ich, das Ganze hier auf den Boden aufzusetzen. Na, da fallen die ersten Blätter ab. Ist ja auch Herbst. Und dann sollte zumindest das Gefäß mit dem Boden übereinander stehen, sodass jetzt im nächsten Schritt der Boden hier unten mit dem Körper verbunden wird. Und das mache ich jetzt wieder auf meiner Scheibe. So, mit der linken Hand fasse ich in das Gefäß hinein und drücke so ein bisschen dagegen, damit mir das hier nicht auseinanderfällt. Und hier mit der rechten Hand verschmiere ich das mit dem Messer. Wenn ihr natürlich Linkshänder seid, müsst ihr das umgekehrt machen. Dann fasst ihr mit der rechten Hand hinein und verschmiert es mit der linken Hand. So, dabei ziehe ich jetzt den Ton von dem Unterteil, von der
runden Platte. Den ziehe ich hier immer hoch und verschmiere das so ein bisschen. Deshalb muss das Ganze jetzt noch ein bisschen trocknen, damit es auch ein bisschen stabiler wird. Und dazu nehme ich jetzt die Zeige, knüll die etwas zusammen und fülle damit den Körper innen aus, sodass mir das Ganze nicht zusammensackt. Weil wenn das Gefäß sich jetzt zusammenzieht, dann würde sich auch das Papier zusammenziehen. Bitte nicht hier die feste Rolle da drin lassen, sondern wirklich nur das Zeitungspapier. Das arbeitet mit. Und wenn die Rolle, wenn das Rohr innen drin stehen bleiben würde und der Ton trocknet, der zieht sich zusammen, dann fängt das Ganze an zu reißen und zu bröckeln. Und dann war die Arbeit umsonst. So, im nächsten Schritt werde ich mir das so leicht auf der Scheibe zentrieren. Das muss jetzt nicht ganz genau sein, aber so in etwa, dass es nicht allzu doll rumeiert. Und dann suche ich mir die niedrigste Stelle hier aus und werde das Ganze einmal markieren. Und die markierte Stelle schneide ich jetzt hier ganz vorsichtig mit dem Messer oben ab. Weil das wirklich so weich ist, ihr könnt das hier vielleicht noch mal an dem Ton erkennen, der wabbert hier in meiner Hand, den kann man jetzt weiter gar nicht hier irgendwie verarbeiten, der muss wirklich noch ein bisschen trocknen. Ich lasse den jetzt ganz in Ruhe an einem ruhigen Ort stehen. Und zwar habe ich hier meine Gipsform. Die ist selbst entstanden, die sieht nicht ganz so schön aus. Wer es vielleicht aus meinem Video kennt, wie ich die Gipsform herstelle, das kann ich euch nochmal zeigen. Ich verlinke euch das Video, das könnt ihr gerne nachmachen. Das bietet sich wirklich immer wieder an, diese Gipsform zu verwenden. Das ist eine schöne Sache, weil die sind so saugfähig, dass da jetzt nichts mit Papier eingeschlagen werden muss. Und hier werde ich auch nur den Rand einformen. Lasse ich frei. Das sieht natürlich etwas chaotisch jetzt hier aus. Es wird ganz fest rangedrückt. Auch hierzu dient mir wieder meine Ränderscheibe, weil ich das Gefäß einfach mal besser drehen kann. Und ich drücke den wirklich ganz, ganz fest an die Seitenwand, damit der dann auch die Form von der Schale annimmt. Und innen ist das recht unspektakulär, wie das aussieht. Das Ganze wird man nachher sowieso nicht mehr sehen. Ich verschmiere das jetzt wirklich nur, damit die Übergänge von den Tonlappen, die ich hier eingesetzt habe, dass die sich schön verbinden, dass die nicht mehr aufreißen. Und jetzt kommt natürlich, drücke ich dadurch hier auch oben wieder etwas Ton raus. Der muss natürlich abgeschnitten werden und da bitte keine scharfen Gegenstände. Was sich anbietet, ist ein Schneidedraht. Den kann man hier ganz kurz zwischen die Hände nehmen, also ich halte ihn immer hier mit der einen Hand fest und drehe dann die Scheibe so ein bisschen. Das sieht jetzt so aus. Natürlich noch nicht so schön. Aber auch der Ton ist einfach viel zu weich. Der muss jetzt auch trocknen. Und weiter geht's mit den Ginkgo-Blättern. Hierzu rolle ich mir nochmal von meinen Tonresten. Die sind für die Blätter ein bisschen zu dick. Die werde ich jetzt nochmal ganz locker ausrollen. Da brauche ich auch keine Leisten zu. Wie gesagt, die sollen schön dünn werden.
ganzen Ornamente, die ich immer auf den Ton und meine Gefäße aufbringe, die mache ich wirklich weitestgehend sehr, sehr dünn. Die sollen nicht so klobig wirken und gerade diese Ginkgo-Blätter sind ja doch sehr zart. Die streiche ich jetzt auch mit der Ziehklinge hier glatt. Die sollte auch hier am Ansatz immer schön sauber sein. Wenn ihr hier so eine Tonreste drin habt, dann habt ihr auch ganz schnell Riefen drin. So, glatt ziehen mit der stärker strukturierten Seite. Das mal andrücken. Oder einem anderen scharfen Gegenstand. Es kann auch ein Skalpell sein. Ich arbeite eigentlich auch ganz gerne mal mit dem Skalpell. Lasse ich erstmal die Blätter so weit wie es möglich ist dran. Und die kommen noch auf ein kleines Extra-Brettchen. Der Ton ist jetzt etwas angetrocknet und da ist meine Form. So, die sieht natürlich jetzt ein bisschen merkwürdig noch aus, weil die noch gar nicht glatt ist. Oben schneide ich mir erstmal das Loch aus. Den Rand ein bisschen entgraten, weil das Ganze ja etwas übersteht. Nur ganz grob. Und ich hatte im Vorfeld ausgemessen, ob das Rohr mit der Schale zusammenpasst. Das hat in etwa die gleiche Größe. Aus. Und von daher will ich das Ganze jetzt etwas anschlickern. Wie gesagt, so weich ist es jetzt nicht mehr, dass man es jetzt einfach so verbinden könnte. Der Schlicker ist ja das schöne Bindemittel, das Klebemittel, womit man jetzt hier die verschiedenen Teile zusammensetzen kann. Und dazu ritze ich mir das hier etwas an. Das kann auch mit einer Gabel geschehen. Oder mit einem drahtigen Pinsel oder mit einem Holzstäbchen. Wichtig ist, dass es etwas aufgeraut ist, weil sich hier in diese Rillen jetzt der Schlicker absetzt und hier in diese Rillen ebenso und dann klebt das gut zueinander. Mein Schlicker stelle ich ohne Schamottanteile her, das heißt also, das ist Gießton, den ich verwendet habe, oder Drehton, jedenfalls Ton, wo keine Schamottanteile drin sind, weil mir die Körner hier drin immer nicht gefallen. Man kann das natürlich auch mit Schamottteilen herstellen, aber wie gesagt, das ist so meine persönliche Empfindung hierbei. Thank you.
dick eingeschmiert werden. Das muss jetzt hier nicht sehr dünn eingestrichen werden. Wie gesagt, das quillt nachher auch ein bisschen vor, wenn man das jetzt aufeinander setzt. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das ist besser, als wenn jetzt zu wenig Schlicker dran ist. Den überschüssigen Schlicker, der dann austritt, den kann man ganz bequem abwischen oder mit einem Pinsel nochmal verschmieren oder mit einem Schwamm abwischen. Je nachdem, wie es euch am besten gefällt. So, und jetzt hat man natürlich hier durch diese kleine Öffnung nicht mehr allzu viel Spielraum. Deshalb sollte das schon ganz gut zusammenpassen. Nehme ich mir mal jetzt als Hilfe noch meinen Stab. Das kann aber auch ein Pinsel sein oder irgendwas anderes, womit man hier gut reinkommt. Wichtig ist, dass die beiden Kanten gut aufeinander sitzen. Hier steht es noch ein bisschen über. Weil man jetzt hier diese Naht, diesen Übergang von dem Unterteil mit dieser Schale hier noch so doll sieht, werde ich das Ganze mit Wasser noch mal ein bisschen verschmieren. Ich muss natürlich aufpassen, dass meine Ginkgo-Blätter hier nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen sind. Der kriegt auch eine kostenfreie Massage. Dem geht es heute richtig gut. So. So, und wir kommen der Flaschenform schon immer näher. Was natürlich fehlt, ist jetzt hier oben noch der Hals. Hierzu rolle ich mir wieder etwas Ton aus. Schwer erkennen kann, sind das die Tonreste, die ich wieder zusammengeschlagen habe. Und hier kommen schon wieder die ersten Blasen zum Vorschein. Einmal reingepiepst und dann geht's weiter. So, hier habe ich eine etwas breitere Holzleiste. Und weil die schon gleichmäßig und parallel ist, schneide ich jetzt hier beide Seiten an. Schön gleichmäßigen Streifen. Tolles Töpfertool wieder zum Einsatz, das liebe ich. Das habe ich euch auch schon in einem meiner letzten Videos gezeigt, wie ich das herstelle. Das ist ganz einfach. Ich habe das eigentlich nur wie eine Gehrungssäge, wenn man so will, weil das ist eine gerade Kante. Und wenn ich die gerade Kante jetzt so aufeinander bringe, habe ich natürlich eine verdickte Stelle. Und die schneide ich damit an. Thank you.
beiden Seiten. Einmal so. Und einmal so. Jetzt kann ich das im Prinzip ganz genau aufeinander setzen und habe hier auch die gleiche Stärke wieder erreicht. Anritzen nicht vergessen, Sticker dran. Das passt. Auch hier ein bisschen anritzen. Sticker dran. Und dann geht das Ganze darauf. Zu guter Letzt muss ich natürlich hier die Stellen, diese Übergangsstellen von der Schale zu dem Unterkörper ein bisschen kaschieren. Man sieht immer noch irgendwo hier diese Bruchstelle. Und da nehme ich jetzt meine Ginkgo-Blätter, die ich mir vorher hier dünn ausgerollt habe. Und die werden jetzt auch hier angestickert, das heißt erstmal anritzen. Gucken, wo die hinpassen. Da noch mal anritzen. Ordentlich Schlicker drauf und dann geht das Ganze daran. So, dabei lasse ich das Blatt auch immer noch mal drauf. Vorsichtig hier mit zwei Fingern reinfassen und das Ganze festdrücken. Mit einem weichen Pinsel und etwas Wasser werde ich jetzt hier die ganzen Ränder noch mal ein bisschen glätten. Auch gerade da, wo der Schlicker ausgetreten ist. Und wenn das ganze Gefäß soweit hin fertig ist, dann kommen die Blätter ab. Jetzt hier, weil die Linien doch sehr, sehr fein sind von den Ginkgo-Blättern, die noch etwas nachzeichnen. Also nicht alle, aber so ein paar. Damit hier ein bisschen Struktur reinkommt.
Und jetzt darf das Ganze in Ruhe trocknen. Die Vase hat jetzt einen lederharten Zustand, das heißt, sie ist schon weit gut getrocknet, lässt sich nicht mehr verformen, ist aber noch nicht so stabil, dass man sie jetzt richtig stark anfassen kann. Aber es eignet sich jetzt eigentlich ganz gut dazu, um die ganzen Ginkgoblätter mit Angobe zu bemalen. Die Angobe, für diejenigen, die es noch nicht kennen oder noch nie ausprobiert haben, sind eigentlich eingefärbte Tonteilchen, die man jetzt wirklich in diesem Zustand gut auftragen kann. Die Farben sind auch identisch, nicht so wie bei den Glasuren, die manchmal doch sehr stark abweichen. Und ich habe mir hier verschiedene Rot- und Grüntöne rausgesucht und werde jetzt so nach und nach die einzelnen Blätter damit einstreichen. Welche Farben ich benutzt habe, das verlinke ich euch auch unter dem Video. Falls ihr die gerne haben möchtet, könnt ihr die dort anklicken und gerne bestellen. Nachdem die Angobe getrocknet ist, ritze ich die Blätter hier nochmal mit einem spitzen Gegenstand ein. Ich kratze also etwas Farbe raus und säuber das Ganze gut und dann geht es endlich in den Sprühbrand. Ich lasse das alles, wie gesagt, nochmal einen Tag trocknen, damit das wirklich keine Restfeuchtigkeit mehr aufweist und dann in den Sprühbrand kommt. Ich nehme den Sprühbrand bei 1000 Grad. Ich habe festgestellt, dass die Glasuren sich besser auftragen lassen, wenn das etwas höher gesprüht wird. Man kann das aber auch gut bei 900 Grad machen. Da solltet ihr aber wirklich diese Temperatur nicht mehr unterschreiten. Und nach dem Sprühbrand wird das Ganze noch einmal mit einer transparenten Glasur versehen, damit ein schöner Glanz auch entsteht. Und dann sollte die Vase auch schon benutzt werden können. Was ich komplett vergessen habe zu filmen, ist anschließend die Behandlung nach dem Sprühbrand mit Braunstein. Das kennt ihr aber vielleicht aus meinen anderen Videos schon. Ich verlinke euch das Video mit dem Braunstein nochmal, dann könnt ihr nochmal ganz genau nachschauen. Wir sind nun am Ende meines Videos angelangt. Die Vase ist nun fertig. Die wandert jetzt in mein Wohnzimmer und darf mir ein schönes Herbstfeeling verschaffen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Anregungen erhalten und habt ganz viel Spaß beim Töpfern. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und schreibt mir vielleicht in die Kommentare, ob ihr auch eine schöne Herbstvase getöpfert habt oder das vielleicht auch noch vorhabt. Tschüss, bye bye, viel Spaß!